Jo Leute, was geht? Heute ist wieder ein wunderschöner Tag in Los Santos und wir liegen gerade mit Franklin einfach auf der Sonnenliege und entspannen uns, Freunde, denn wir haben etwas sehr, sehr Cooles vor. Was es genau sein wird, Leute, das werde ich euch in diesem Video übrigens auch erklären, aber dafür müssen wir Chop nämlich mitnehmen und ich würde sagen, wir gehen erstmal mit Chop gleich spazieren. Aber vorher legen wir uns erstmal ein paar Minuten hin, Leute. Diese Entspannung haben wir uns, glaube ich, verdient. Okay, und Chop fängt irgendwie wieder an zu bellen. Chop? Chop? Chop, was ist da los? Yo, okay, was, warte mal kurz, was sind das für Geräusche gerade? Chop? Warte mal, ich muss mal kurz nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Okay, ich weiß nicht, was das für Reifensounds waren, aber das klang so, als wäre das wirklich aus der Nähe gewesen. Chop, Kollege, komm schon, Chop, Chop, hey, Chop, wo bist du? Ey, der versteckt sich bestimmt hinter der Hütte oder so, wie er das immer macht. Chop, nee, Leute, Chop ist nicht hier. Und Leute? Er hat sein Hundefutter auch gar nicht angefasst. Das macht er sonst nie. Morgens isst er immer sein Hundefutter, was ich ihm da hinlege. Und er macht auch immer auf dem Boden. Chop? Okay, Chop? Chop? Hallo, wo bist du? Leute, ich glaube, Chop wurde entführt. Warte, warum würde jemand Chop entführen? Das ist jetzt egal, unwichtig erstmal. Aber Leute, wir müssen Chop suchen. Ich glaube, vergessen wir die Pläne, die wir heute in dem Video hatten. Unsere Aufgabe wird es sein, Chop zu suchen. Wir werden heute, Leute, in diesem Video versuchen, rauszufinden, wer hat Chop entführt und was ist eigentlich passiert. Okay, Chop, wo bist du? Hallo? Oh mein Gott, was ist denn hier passiert, Leute? Mein Motorrad ist einfach umgekippt, oder? Warte mal kurz, waren die das? Funktioniert mein Motorrad noch? Ich weiß nicht, ob es mein Motorrad noch funktioniert. Nein, wir haben Plattfüße. Ey, die haben unsere Reifen zerschossen. Und auch bei dem Auto, Freunde. Reifen wurden komplett zerschossen. Sogar der Spiegel oder sogar die Fensterscheibe hat ein Loch drin. Und hier sind wohl Reifenspuren. Das waren die, die ich gerade noch am Anfang gehört habe, Freunde. Wo wahrscheinlich diejenigen, die Chop entführt haben, ihn mitgenommen haben. Leute, es ist eindeutig. Chop wurde auf jeden Fall entführt. Und das wird heute unsere Aufgabe sein. Wir müssen versuchen, heute Chop zu suchen und ihn wieder zurück nach Hause zu bringen. Auf jeden Fall, Freunde, gebt Franklin ein bisschen Support. Gebt ihm ein bisschen Glück, Leute, dass wir Chop wiederfinden mit einem Like. Leute, lasst uns zusammen wieder 6000 Likes schaffen. Lasst gerne auch kostenlos ein Abo da, Freunde. Wir starten aber dann mit dem Video. Okay, Leute, ich weiß echt nicht, was hier abgeht, aber ich denke, wir müssen, obwohl das Motorrad können wir vergessen, Freunde. Das ist absolut Schrott, weil wir haben zwei Plattfüße. Damit können wir auf jeden Fall nicht fahren. Ich hoffe mal, dass die anderen beiden Räder auf diesem Auto noch funktionieren. Und jetzt müssen wir rausfinden, Leute, wie können wir rausfinden, wer Chop entführt hat? Und vor allem, warum würde man das machen? Warum würde man den besten Freund von Franklin, und ja, Chop ist wirklich der beste Freund von Franklin, warum würde man ihn entführen? Also laut den Reifenspuren würde ich sagen, dass er in die linke Richtung gefahren ist. Aber ich weiß halt einfach nicht, wie. Okay, vielleicht weiß irgendjemand von aus der Nacht. Oh Mann, ey, nein, die Reifen. Och, nö. Leute, die Reifen. Das tut so weh. Ich glaube, wir müssen damit zu Los Santos Customs. Aber das ist jetzt, dafür ist jetzt. Och, nee, der andere Reifen ist auch noch geplatzt. Job, hallo. Job, wo bist du, Kollege? Oh Mann, ey, wir müssen echt mal rumfragen, ob irgendjemand aus der Nachbarschaft was gesehen hat. Wir müssen ihn echt mal nachfragen. Vielleicht wissen die ja da was hinten, weil wenn der Typ ja von der Straße runtergekommen ist, dann muss er ja wohl richtig schnell hier lang gefahren sein. Entschuldigen Sie, haben Sie jetzt irgendeinen komischen Typen gesehen, der richtig schnell gefahren ist? Ja, ihr habt irgendwas gesehen. Okay, und welche Richtung ist er gegangen? In die Richtung, meint ihr? Okay, alles klar. Okay, perfekt. Dankeschön. Und habt ihr irgendwie gesehen, wie der Fahrer aussah oder so? Nee, habt ihr nicht, weil die Scheiben dunkel getönt waren. Okay. Und was gucken Sie? Okay, ich lasse sie. Ich wollte nichts machen. Ich wollte nichts machen. Nein. Okay, die laufen weg. Alles klar. Ich glaube, wir brauchen Unterstützung von einem guten Freund. Ich denke, wir sollten vielleicht anfangen bei den Freunden, die Franklin nicht so oft besucht hat. Aus dem Grund, Freunde, gehen wir wieder zurück zu Lamar. Oh Mann, ey, das kommt mir so merkwürdig vor, dass ich wieder zu meinem alten Zuhause gehe. Denise! Denise, bist du da? Denise! Denise, es ist ganz wichtig, Chop ist verschwunden. Kannst du mir bitte helfen, Denise? Hallo? Irgendwie, glaube ich, wollen die mir nicht helfen. Okay, also mit Denise ist, Leute, nicht zu spaßen. Die ist anderweitig beschäftigt. Außerdem sollst du den Briefkasten wieder öffnen. Da ist nämlich Post für dich, Denise. Zum Glück bin ich ausgezogen von der. Gar keinen Bock auf die. Okay, Lamar, ey, schön, dass du da bist. Ich habe eine wichtige Sache und zwar ist unser guter Freund verschwunden. Ich weiß, wen du meinst. Es tut mir so leid, dass ich auf deinen Hund nicht aufgepasst habe. Aber Chop ist verschwunden, weißt du? Chop ist weg. Ja, ich weiß. Mach mich bitte nicht dafür verantwortlich. Ich konnte auch nichts dafür. Die sind in mein Haus eingebrochen. Ich konnte da selber nichts für. Verstehst du? Mann, Leute, Lamar regt sich richtig auf, dass Chop verloren gegangen ist. Ey, guck mal, wir werden das zusammen schon schaffen, okay? Du weißt, dass ich für Chop genauso sorgen würde wie für dich. Also wir werden ihn zusammen finden, okay?
okay? Hast du vielleicht eine Idee, wie man irgendwie anfangen kann, damit ihn zu suchen? Okay, Leute, Lemar hat gerade folgenden Vorschlag. Und zwar sollten wir einfach Suchplakate aufstellen. Aus dem Grund, perfekt, Lemar. Dann würde ich sagen, ich nehme einfach ein altes Bild von Chop und dann hängen wir sie in der gesamten Stadt auf. Also nicht in einem gesamten Teil, das würde ewig dauern. Aber für Chop werden wir den ganzen Tag suchen. Okay, dann würde ich sagen, komm mal mit, Bro. Und wir machen jetzt erstmal ein richtig freshes Plakat und die hängen wir jetzt, Freunde, in der gesamten Stadt auf. Oder in verschiedenen Teilen der Stadt. So, bevor wir das tun, sollten wir erstmal zu Los Santos Customs fahren, um das Auto zu reparieren. Okay, ja. Wir nageln auf jeden Fall jetzt das Ding fest. So, ich würde sagen, ich zeige euch mal unser schönes Suchplakat für Chop. So, vermisst. Mein Hund Chop wird vermisst. Bitte findet ihn. Wenn du ihn findest, ruf mich bitte an. Und hier die Telefonnummer von Franklin. Ja, falls jemand weiß, wo er ist, ruft ihn auf jeden Fall an. Und bitte ruft ihn nicht, Leute, von eurem Handy an, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Sonst können wahrscheinlich unerwartete Kosten auftreten. Aber ja, das war das beste Bild, was ich von Chop gefunden habe. Ich denke, es wird ausreichen. Man kann ihn ganz gut erkennen. Und ich hoffe mal, dass die Suchplakate hier auf jeden Fall was bringen werden. Und dass mich irgendjemand anruft und mir sagt, wo Chop verschwunden ist. Vielleicht versuchen wir es mal irgendwo in einem anderen Bereich. Weil wir sind jetzt echt weit weggegangen. Ich glaube, wir müssen wieder zurück zum Tatort und da mal die Plakate aufhängen. Vielleicht hat irgendjemand was gesehen. Vielleicht gibt es Augenzeugen, die Chop gesehen haben. Okay, Freunde, ich habe hier auf jeden Fall noch ein paar andere Zettel in der gesamten Stadt aufgehängt. Fast an jeder Straßenlaterne. Wirklich, Chop brauchen wir wieder zurück. So, und falls jemand ihn sieht... Oh, warte mal. Der achtet hier auf das Zettel. Hast du was gesehen? Ey, Entschuldigung. Ich glaube, du bist verdächtig. Hallo? Okay, weißt du was? Du willst auf die harte Tour lernen, was? Du weißt irgendetwas. Komm. Okay, das war ein bisschen grob von mir. Ey, das war sein Komplize. Lamar, hau ihm einen rauf. Komm schon. Ihr wisst ganz genau, wo Chop ist. Ich weiß es, dass ihr es wisst. Oh mein Gott, Polizei. Yo. Was geht hier gerade ab? Alter, Lamar. Okay, Lamar, geht's dir gut? Komm, wir hauen hier ab. Der Ort ist hier nicht sicher. Wir müssen nach Hause. Komm schon. Oh mein Gott, Freunde. Was war das gerade? Was zeigt Lamar die Hand? Ich weiß gar nicht, Leute. Was war das gerade? Ich glaube, wir sind der Spur ein bisschen näher gekommen. Aber bevor wir weitermachen, Freunde, wir müssen erstmal nach Hause gehen und uns kurz abwarten. Vielleicht ruft uns irgendjemand an. Ich hoffe so sehr, dass jemand anruft. Okay, Lamar, komm. Oh Mann, hast du meine Scheibe jetzt kaputt gemacht? Oh, sie war schon kaputt. Naja. Job, alter Freund. Wo kannst du noch stecken? Wo kann jemand ihn verstecken? Warum? Und vor allem, wie weißt du vielleicht irgendwie was? Also klar, du weißt es nicht, weil ist dir wahrscheinlich nicht aufgefallen, dass er weggegangen ist. Aber wo könnte ein Hund sein? Wo könnte er vielleicht entführt werden? Das weiß keiner, oder? Vielleicht wurde er verkauft oder so, ne? Das wäre extrem traurig, Freunde. Ich will Chop wieder zurückhaben. Ich glaube, ihr wollt auch, dass Chop wieder zurückkommt in den Videos. Wir müssen ihn finden, sonst wird er für immer und ewig weg sein. Ich hoffe mal nicht, dass das der Fall ist. Oh mein Gott! Freunde, es ruft jemand gerade an. Okay. Wir gehen ran. Ah ja, okay, bei den Docks. Am Hafen. Er wird jeden Moment verschifft. Wir müssen uns beeilen, okay? Alles klar, reden Sie nicht so schnell, ich kann fast nichts verstehen. Ganz schnell. Okay, vielen Dank. Freunde, wir müssen uns ganz schnell beeilen. Gerade der Anruf hat gesagt, dass Chop sich auf den Docks befindet. Und ich denke, Lamar, let's go. Packen wir unsere Sachen und danach waschen wir deine Klamotten erstmal aus. Schnell, wir müssen zu den Docks. Ganz schnell, Leute. Wir haben nämlich schon 21 Uhr. Und um circa 22 Uhr legt das Schiff ab, Freunde, wo Chop dann tatsächlich nach Japan oder so verschifft wird. Und wir wissen nicht, was passieren wird mit ihm. Deswegen, ich hoffe, dass wir ihn irgendwie noch rechtzeitig finden können. Deswegen, wir müssen uns ganz schnell beeilen, Leute. Chop müssen wir jetzt finden. Wow. Okay, das tut mir extrem leid. Mein Auto ist eh kaputt. Das bei Los Santos Customs regelt das. 300 Euro Los Santos Customs regelt. Ganz schnell müssen wir uns beeilen, Leute. Boah, Junge, ich fahre ja richtig wie so ein richtiger Otto. Ein bisschen Respekt vor denen, aber ist ein Otto geworden. Ui, ui, okay. Es tut mir so leid, aber wir haben wirklich einen ganz großen Notfall. Wirklich, wir müssen einen Job finden. Also ich weiß, für 99,9% ist das kein Notfall. Aber für uns ist es der größte Notfall der Welt. Wenn der eigene Hund weg... Lamar, geht's dir gut? Lamar, alles gut? Auto sieht gar nicht gut aus. Geht's dir noch gut, Lamar? Oh ja, bis auf diese Flecken geht's ihm ganz gut. Okay, da sind wir, Leute. Jets Tram Terminal. Hier müsste sich irgendwo Chop aufhalten. Ich hoffe mal übrigens, dass der Anrufer nicht gelogen hat. Das wäre wirklich dann einfach, ne? Ich hoffe mal, dass er recht hat. Chop, wow, was geht hier ab? Polizeieinsätze hier tatsächlich. Alles klar. Oh, tut mir leid, Officer. Ein Fehler. Hier haben sie Geld. Okay, also angeblich soll er verschifft werden. Chop? Chop? Wir müssen jetzt ganz genau darauf aufpassen, ob irgendjemand bellt.
Wir müssen darauf echt achten. Hier sind so viele Container, Freunde. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie auf dem Boot, vielleicht sind sie schon auf dem Weg. Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, wir probieren es vielleicht auf dem Boot. Obwohl... Job! Job, wo bist du? Sei ein braver Hund und sag mir jetzt was. Moment mal kurz, Leute. Ups, ich wollte ja keine Aufmerksamkeit erinnern. Lamar, siehst du das da hinten? Da hinten sind tatsächlich ein paar Leute. Okay, wir müssen die ganz heimlich beobachten. Okay, ja, die sehen mir aus, als wären das die Entführer, oder? Und die drei haben die wahrscheinlich genommen. Und das ist der Käufer. Ich glaube, das ist der Käufer. Okay, Leute, das heißt, die sind noch nicht auf den Containern. Also, die sind wahrscheinlich in Containern, aber noch nicht auf dem Schiff. Irgendwo müssen die hier sein. Oh mein Gott, Freunde, es ist jetzt ganz wichtig, dass wir die finden. Wir können das entweder auf die harte Tour machen oder auf die leise Tour. Wenn ich es auf die harte Tour mache, dann kann es sein, dass wir den nie wieder finden können. Es sind so viele Container. Wir müssen es irgendwie auf taktische Art und Weise machen. Okay, Lamar, steig ein. Chop! Hallo, Chop! Vielleicht hört er hier was. Wir müssen gegen die Container schlagen. Chop! Ich höre immer noch nichts. Chop, wo bist du? Alter Freund! Hallo, hallo. Oh mein Gott, das wird keine leichte Aufgabe werden. Moment mal kurz. Ich höre etwas. Ich höre ganz leise ein Bellen. Ich glaube, wir sind ja auf dem Spur. Auf der Spur sind wir. Ich glaube, das kommt aus dieser Richtung, Freunde. Chop! Chop, hallo. Vielleicht ist es ja gar nicht Chop, aber wenn Hunde da sind, dann müssen ja mehrere Hunde sein. Chop, sag etwas. Oh mein Gott, okay, hier vielleicht. Freunde? Ja, ja, hier ist es laut. Hier ist es sehr, sehr laut. Okay, die bellen. Das sind mehrere Hunde, oder? Ich glaube, das sind mehrere. Lama, siehst du das? Okay, wir müssen es aufbrechen. Wir müssen es von der anderen Seite aufbrechen. So, wir kriegen das hin. Wir kriegen das schon hin, Freunde. Wir machen das Tor jetzt auf. So, okay. So, keine Sorge. Wir retten euch. Job, alter Freund, jawohl. Leute, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, es sind noch ein paar andere Hunde hier. Wie, das sind neue Freunde geworden. Ja, perfekt, die werden wir auf jeden Fall auch befreien. Und ist hier eine Taube drin? Bist du hier irgendwie reingekommen oder? Ich habe keine Ahnung, aber wir werden euch jetzt alle rausbringen, alles klar? Wir bringen uns einen Container und dann bringen wir euch irgendwie zu euren Familien zurück. Genau das werden wir machen, Leute. Oh mein Gott, ihr wart das. Ihr habt diese Hunde entführt, okay? Und ihr wollt sie verkaufen? So nicht mit uns, okay? Wir werden zusammen kämpfen. So sieht es nämlich aus. Okay, okay. Oh mein Gott, Alter. Die Hunde greifen an. Und euch würde ich sagen, dass ihr abhaut. Genau. Haut jetzt ab. Alter, wie süß. Ey, ihr habt mir einfach verteidigt. Wie ehrenhaft. Job, ey, deine neuen Freunde sind echt krass, muss ich sagen. Wirklich krass drauf. Leute, ich würde sagen, mit ihm gehen wir jetzt auf jeden Fall nach Hause. So, Leute, wir haben es geschafft. Chop ist auf jeden Fall hier am Start. Die anderen Hunde und Lamar. Wir haben es geschafft, Freunde, in dieser Episode Chop zu retten von den Entführern. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vergesst nicht, gerne auf Support Buzz ein Like da zu lassen. Lasst auch, Leute, gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Einfach hier unten auf den roten Abonnieren-Button drücken. Das würde mir sehr helfen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.